mit Wirkungsalarm für die THW Jugend Starburg. Auffinden einer vermissten Person. THW Technisches Hilfswerk ist eine Organisation, die sich seit 1950 für Zivil- und Katastrophenschutz einsetzt. Heute steht die THW-Jugend auf der Probe, ob sie das bis jetzt Erlernte auch im Ernstfall anwenden können. Bei diesem Einsatz begleiten wir Sinja. Sie ist vom THW-Jugendortsverband Saarburg. Aber wie lange gibt es den eigentlich schon? Den THW-Ortsverband Saarburg gibt es in diesem Jahr im 61. Jahr. Zurzeit besteht der Ortsverband aus einem technischen Zug mit einer Fachgruppe Räumen. Wir haben ca. 30 aktive Helfer und eine Jugendgruppe von einer Stärke von 15 Jugendlichen. Wir machen Spieleabende, wir grillen hin und wieder, üben halt auch normale Szenarien, wie jetzt heute auch hier in Kammerforst, um die Jugendgruppe dann halt an diese Geschehnisse dann ranzuführen. Wir fahren auf Zeltlager einmal im Jahr und haben dann mit den Jugendlichen praktisch auch im Sommer dann eine Woche in den Sommerferien die Möglichkeit, uns nochmal mit denen heranzuführen und mit denen dann spielerisch auch an diesen Fahrten dann etwas zu unternehmen. Wir suchen gerade die verletzte Person, um sie zu retten. Wie ist die Lage bei euch? Moment. Die verletzte Person wurde noch nicht gefunden. Wir werden die Suche jetzt fortsetzen und hoffen, dass wir bald auf die verletzte Person treffen. Kommen. Ja, verstanden. Ende. Vermisste Person gefunden. So, gleich zum Unterlegen. Hier hin. Genau. Zwei Erdnägel werden wir hier seitlich einschlagen. Und für dich hier ziemlich nah am Boden. Links und rechts. Dann dich genau. Links und rechts hat der Baum schon nicht zur Seite weg kann. Dasselbe machen wir da oben. Also so, beide, ja gut. Beide. Genau, ja. Dann zwei kleine Hebekissen kommen da entlang. Mhm. Dann werde ich mir anheben und werden da oben unterlegen mit dem Holz. Das kann ja immer mal passieren, ja, dass irgendwie Luft entweicht oder so. Dann lege ich mir das Holz unter und dann kann nichts mehr passieren. Hebt an. So, das reicht. So, jetzt noch einmal den gesamten Einsatz zusammengefasst vom Übungsleiter Steffen Biedinger. Wir haben eine Alarmierung gehabt, eine Probealarmierung, dass eine eingeklemmte Person im Kammerforst bei Saarburg vorgefunden wurde. Dann sind wir angerückt, wir haben die Person gesucht und dann auch gefunden. Diese war unter einem Baum eingeklemmt und nicht ansprechbar.
Dann haben wir eine Brücke gebaut, für an die Person richtig dran zu kommen. Wir haben mittels Hebekissen den Baumstamm hochgehoben und die Person rausgezogen, dem Rettungsdienst übergeben. Sinja, wie bist du eigentlich zum THW Jugend gekommen? Inspiration von meinen Brüdern. Also die haben gesagt, ja, guck dir es mal an. Und dann habe ich es mir auch angeguckt und ich fand es eigentlich sehr interessant. Heute war ein gelungener Einsatz des THW Jugend. Und Leute, unsere Zukunft ist gesichert.